So, wechseln. Oh, hier ist es, Creative. Erstellen. Yalla, let's go. Oh, gibt nur, ja, wie gesagt, gibt nur Wettrennen. Ich mach mal original, also wie man es halt von Fall Guys kennt. Digga, einfach Mario Maker in Fall Guys. Über das Creator-Menü kannst du Spielregeln bearbeiten, deine Runde speichern und veröffentlichen, um einen Code von Teilen zu generieren. Alles klaro. So, Objekte. Wir haben jetzt Plattform, Blöcke, bewegliche Oberflächen, Hindernisse und Dekoration. So, ich achte natürlich wie bei Mario Maker auch hier auf Level Design. So. Hier eine Plattform. Wo kann ich das... Hallo. Ah, aha. So, hier einmal platzieren. Anpassen. Die machen wir jetzt erstmal so. Ah, um zu beschädigen. Jetzt machen wir abbrechen. Wo kann ich testen? Hier. Genau, das passt doch so. Was ist hier, wenn ich jetzt runterfallen würde? Wenn ich denke, wie die spawn, neu gespawnt. So, neue Objekte. Achso, da gibt es auch noch so einen Labyrinth davon. Das würde ich dann später im Level dann einsetzen. Ich mache erstmal hier jetzt so Karussell. Jetzt tue ich ein bisschen neigen. Bestätigen. Platz. Ja, ich Nintendo Switch halt, ne? Platzieren. Auswählen. Drehen. Neigen. Bestätigen. Platzieren. So passt das. Ja, müsste passen. Auswählen. Kann man mit Ctrl und C kopieren? Oh, nee, kann man nicht. Ich probiere mal es aus mit Ctrl und C und Ctrl und... Oh, nee, geht nicht. So mache ich beides groß. Hallo, bauen. So, würde ich sagen, hier nochmal so ein Ding jetzt hier. Einmal hier, genau. Und dann nochmal hier. So, Objekte machen wir jetzt noch. Nochmal. Und jetzt hier. Was gibt es hierzu zur Auswahl? Ich mache erstmal so ein ganz einfaches Level jetzt. Falschen Knopf wieder gedrückt, Digga. Ich bin es einfach gewohnt, von Mario Maker hier drauf zu drücken. Auf das, was bei Xbox B ist. Einmal testen. Ja, perfekt, das hat ja super geklappt schon. Mal. Ja, nee, ich mach's ein bisschen weiter an die Ventilatoren. So und so. Aber schon ein richtig geiles Feature. Ich wusste, dass das irgendwann in Fall Guys kommen wird. Ich finde es halt schade, dass da nicht so
viel Teams gibt wie bei Mario Maker, aber das ist ja jetzt auch die erste Version von den Level Editor hier jetzt. So, gibt es hier noch so Hindernisse, sowas? Genau, hier. Weil ohne Hindernisse ist es langweilig. Digga, ich drücke wegen diesem scheiß Mario Maker immer den falschen Knopf. Es ist zum Kotzen. Ich bin das halt einfach nicht gewohnt. So, hier zwei. Und hier. So, einmal kurz testen. Ja, ich will aber, dass sie sich individuell drehen. So, hier Einstellungen ändern. Startverzögerung machen wir mal 1. Aua. Jo, passt. Dann mache ich jetzt hier eine... Ich drücke immer diesen falschen Knopf. Wegen Super Mario. Wegen Super Mario Maker, Digga. Genau deshalb. Wegen diesem scheiß Spiel drücke ich immer den falschen Knopf. So, ich mache mal eine andere Farbe. Ja, das wollen wir platzieren. Und dann machen wir jetzt so eine Rutschbahn. Bestätigen. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann ist das andere genauso lang. Ah, 3D-Train hier, genau. Und ich habe eine richtig coole Idee, ne? Man kann sich hier zwischen den Wegen entscheiden. Und je nachdem, wo man lang geht, ist halt ein unterschiedlicher Weg halt. Platzieren. Fällt mal runter, wenn man drüber läuft. Ne, man klischt es sogar fest. Nee, das will ich ganz und gar nicht. So, dann mache ich hier noch einmal genau das gleiche, aber halt nur ein bisschen anders halt. Und zwar, da geht es hoch und nicht runter. Weil, wie gesagt, andere Wege testen. Das wird ein Bauer mit Bierdes, ne? Und ich will noch eine Abtrennung ist auch wichtig, dass man nicht einfach so halt dann von oben nach unten wieder wechseln kann. So. Einmal hier eins hin und einmal hier. Abbrechen. 3D drehen. Genau. Nein, stopp. Platzieren. 3D drehen. Bestätigen. Platzieren. So, Wände machen wir an. Hier nochmal genau das gleiche. Ich habe wieder vergessen, Story zu machen. Weiter geht's. Weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Ich werde hier die Baba-Map erstellen jetzt. Ey.
So, hier müssen natürlich auch Gegner hin. Machen wir eine Stachelkeule. Passt die da überhaupt rein, oder? Ah, ne, passt nicht. Dann machen wir halt hier was hin. Geht da auch die Stachelkeule jetzt, oder? Ne, geht nicht. So, was kann man da alles ein... Wenn Fußball, Rocketball, Ei, Felsruppen. Zufall machen wir. Testen wir das Ganze mal. Au. Nee, das ist Schmutz. Nee, das ist mir tatsächlich noch ein bisschen zu wenig. So, Einstellungen nochmal ändern. So, wenn man das auf schwach stellt, wie ist es dann? Ja, so passt es doch erstmal. Halten sich gut zu. Jetzt halt nur noch ein bisschen mittig platzieren. Und dann aufpassen, dass man hier nicht getroffen wird. Ab hier kann eigentlich hier nichts mehr passieren. Genau, dann kümmere ich mich jetzt noch hier um den unteren Weg. So, Objekte. Ich würde sagen, da mache ich nochmal hier diese Schwingachse dahin. So, so. Testen, ab geht's. Was soll ich jetzt hier machen? Objekte einmal, dann Blöcke und Barrieren. So, einmal platzieren. So, geht nicht anders. Im Moment funktioniert es überhaupt. Ja, doch, funktioniert. Easy. So, dann möchte ich jetzt, dass man da natürlich auch von unten. Ja, das, nee, das machen wir später. Ich würde sagen, ich teste jetzt erstmal vom Anfang an. Ach du Scheiße. Was ich mir bei Vollgas aber ehrlich gesagt noch wünsche, sind mehr Spielteams, die man dann im Editor halt auch verwenden kann. So, hier noch ein paar Hindernisse. Wieder erstmal so eine ganz simple Map. Nicht irgendwie so ein krasser Hardcore-Scheiß oder so. So, zack, 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 zack. Nee, ich mache es anders. Kann ich halt irgendwie noch verstellen? Ja, das passt ja erstmal so. Muss man halt in der Mitte laufen. Die Map soll jetzt halt erstmal nicht halt allzu krass werden. Vom Schwierigkeitsgrad jetzt mal her. So, ich würde sagen, ich mache dann mal, dass man da langsam da so
halt hoch muss. Ich habe mir jetzt nämlich doch anders überlegt. Und zwar hiermit. Soll ich im Sex-Sack? Nein, man kann es nur in eine Richtung drehen. Gerade. Das geht in alle Richtungen. Oh, ist es machbar? Ja, machbar. Das ist easy. Und funktioniert das so? Naja, man muss halt springen. Hier noch ein, hier natürlich auch noch Hindernisse. So, hier kopieren. Hier ist noch hin, was aber in die andere Richtung zeigt. Das ist meine erste Map bis jetzt. So, hier, das machen wir dann auf schnell. Ich würde sagen, ich baue noch den Weg nach oben hin und dann gehen wir rein in Super Mario. So, hier. Hier. Okay, maximale Anzahl wird benutzt. Da machen wir noch die Dinger hier hin. Eigentlich wollte ich was ganz anderes. Und zwar, das kann man ja noch verwenden. Oder Speicher, nicht ausreichend. 100 zu viele Objekte. Platzieren. Platzieren. 3D drehen.
Gruppieren. Platzieren. 3D drehen. Ich drücke immer den falschen Knopf. Und dann mache ich hier auch schon das Ziel. So, tun wir die Map mal testen. Let's go, let's go. Unsere eigene Map. Einmal Weg 1. Der da oben lang führt. Oh oh. Ach, scheiße. Genau, aber ich hier auf. Ja, wäre machbar. Genau, jetzt noch den zweiten Weg. Wie gesagt, wenn die Map qualitativ nicht so gut ist, ist meine erste Folge als Map. So, jetzt hier lang. Genau hier lang. Oh. Müssen langsam vielleicht mal machen. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Jetzt hier drauf. Und jetzt muss ich ein bisschen näher dran. Map testen. Scheiß drauf. Machen wir ab da einfach nochmal. Okay, testen wir es einfach ab da, Digga. So, das ist noch ein bisschen zu hoch. Funktioniert es da mit dem Festhalten, oder? Hallo? Nee, funktioniert anscheinend nicht. Dankeschön. Dankeschön. Ja, so funktioniert es. Und jetzt nochmal hier von oben testen.
Ja, alles klar, funktioniert. So, Name machen wir Karussell Kreisel Parkour. So, meine erste Fall Guys Map bestätigen, speichern. So, ich würde sagen, die anderen Spielmodis probieren wir beim nächsten Mal aus.